Lieber Herr Manfred Weber, liebe Kollegin der EVP-Fraktion, wenn Sie das letzte Mal im Bayerischen Wald unterwegs waren, haben Sie dort die vielen Bäume gesehen, die vertrocknet rumstehen? Ich frage Sie, wie erklären Sie Ihren Wählerinnen und Wählern, dass vor Ihrer Haustür die Wälder sterben und Sie morgen gegen eine Klimapolitik stimmen werden, die das eindämmt? Herr Stefan Sujeney, liebe Liberale, Pascal, Frankreich hat gerade den wärmsten und trockensten Mai seit Beginn der Aufzeichnungen überstanden. Wasserflaschen werden gebunkert, um ihre Bürgerinnen und Bürger im Notfall zu versorgen. In Frankreich müssen die Atomkraftwerke heruntergefahren werden, weil das Kühlwasser fehlt. Wie erklären Sie Ihren Wählerinnen, wenn Sie morgen gemeinsam mit den Konservativen und den Rechten von Marine Le Pen gegen den Klimanotstand stimmen? Jeden Klimanotstand, den wir gemeinsam hier vor fast 2 Jahren nach Extremdürren, nach Waldsterben, nach Temperaturrekorden ausgerufen haben. Ich fordere Sie auf, beenden Sie die fossile Allianz hier im Europäischen Parlament. Lassen Sie uns europäische Souveränität aufbauen, von der wir gemeinsam träumen. Lösen wir uns von Putins fossilen Fesseln mit Europas neuesten Klimatechnologien, Sonne und Windkraft, Batteriefabriken und Wärmepumpen. Der Emissionshandel kann das schaffen. Wenn CO2 einen starken Preis hat, dann können wir 2030 raus aus der Kohle. Modernisieren wir unsere europäische Wirtschaft. Wer sauber wirtschaftet, wird belohnt und die CO2-Verschmutzungsparty endlich beendet. Bauen wir die besten E-Autos und Hochgeschwindigkeitszüge made in Europe und legen wir dafür den Rahmen fest, 2035 endlich raus aus dem Verbrenner. Schützen Sie nicht, was längst vergangen ist. Bauen Sie auf, was blühen wird. Herr Weber, Herr Sujeney, stehen Sie morgen auf der richtigen Seite der Geschichte. Herzlichen Dank.